Einen schönen guten Tag. Freut mich heute im 21. Bezirk in Floridsdorf in der Bezirksvorstehung sein zu dürfen und ein Sommergespräch zu führen. Ja, Sommer ist gleich für die erste Frage so die Einleitung. Es wird heiß, es wird sehr heiß. Wir haben auch in den Städten, auch in den Bezirken das Problem der Hitzezentren. Eine Ursache ist die Bodenversiegelung. In Floridsdorf wird viel gebaut. Wie ist da ungefähr, kann man sagen, gibt es da einen Ausgleich zwischen Boden, freien Bodenflächen und Bodenversiegelung? Auch von mir mal herzlich willkommen hier im Floridsdorfer Amtshaus zu unserem, ich würde schon fast sagen, alljährlichen Sommergespräch. Eine sehr wichtige und entscheidende Frage. Rund ein Drittel der Floridsdorfer Bezirksfläche wurde 2016 auch auf meine Initiative hin zum Landschaftsschutzgebiet erklärt und damit unter den größtmöglichen Schutz gestellt, den die Stadt und der Bezirk organisieren kann. Nichtsdestotrotz stimmt es, dass auch in Floridsdorf noch Flächen für Wohnbau zur Verfügung stehen. Jede Woche kommen zu mir in die Sprechstunde junge Familien, die sagen, helfen Sie mir, Herr Bezirksvorsteher, wir suchen eine neue oder eine leistbare Wohnung oder Baby ist unterwegs, wir brauchen ein Zimmer mehr. Das heißt, ein großer Teil des Bezirks, ein Drittel, wurde unter Schutz gestellt. Es gibt aber auch Flächen, die für Wohnbau noch zur Verfügung stehen. Und wie das in Floridsdorf auch üblich ist und unsere DNA ist, sind das vor allem geförderte und leistbare Wohnungen, um hier wirklich auch leistbaren Wohnraum anbieten zu können. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Maßnahmen, wo wir Entsiegelungen vornehmen, neue Baumscheiben im Straßenraum, Ausbau von Parkanlagen, Spazierwege, Spielplätze. Also das heißt, wir bemühen uns hier, das Gleichgewicht in einer guten Situation zu halten. Und insgesamt muss man sagen, die klimafitteste Lebensweise ist eigentlich die städtische Lebensweise, der urbane Raum. Das heißt, pro Kopf versiegelte Fläche gibt es in der Stadt weniger Quadratmeter als im ländlichen Raum. Es wirkt nur manchmal so, weil es am engeren Raum ist. Ne? Was sehr gut dazu passt, nicht versiegelte Fläche sind Parkanlagen. Es gibt ja den Slogan, jedes Jahr eine neue Parkanlage. Wie ist der Stand der Dinge? Ja, ein Projekt oder ein Motto, das ich, seitdem ich Bezirksvorsteher bin und diese Funktion übernommen habe, umsetze. Jedes Jahr ein neuer Park, entweder überhaupt ein ganz neuer bauen oder eine bestehende Parkanlage, die mehr als in die Jahre gekommen ist, zu sanieren. Heuer findet beides statt. Wir machen eine neue Parkanlage am Stadtentwicklungsgelände Gaswerk mit 9000 Quadratmeter, also auch für Floridsdorfer Verhältnisse schon eine große neue Parkanlage, über 1 Million Euro Investitionsvolumen, die meistens von den Wohnbauträgern finanziert wird, aber auch der Bezirk schießt ein wenig Geld dazu. Und wir haben auch eine kleine Parkanlage im Grete- und Otto-Ascher-Park, das ist eine vorgelagerte Parkanlage von der Wohnhausanlage Karl-Seitz-Hof an der Jedleseer Straße, die wir generalsanieren. Wir haben einen Spielplatz in Groß-Jedlersdorf in der Karabelligasse, den wir ausgestalten. Und erst diese Woche darf ich einen Spatenstich für einen Wasserspielplatz gemeinsam mit dem Klimastadtrat Jürgen Czernohorski durchführen. Am Jedleseer Aupark, wo ein 100 Quadratmeter großer Wasserspielplatz errichtet wird, der natürlich zum Spielen, Toben einladen soll, der aber natürlich auch durch das Wasser abkühlt und die Situation für die Jedleseer Au und für die Gäste der Jedleseer Au nochmal verbessern wird. Klingt sehr erfrischend bei 35 Grad, was wir heute in etwa bekommen werden. Das ist richtig, ja. Familienfreundlich ist auch so ein Stichwort. Das ist etwas, was uns alle betrifft, ich glaube ausnahmslos alle, ist die Teuerungswelle, die auf uns zukommt in allen möglichen Bereichen. Vom Bezirk her, gibt es da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, hier einzugreifen oder zu wirken?
Also wir haben uns ja vorgenommen, ein familienfreundlicher Bezirk zu sein und das nicht mit einem Projekt zu manifestieren, sondern das als Querschnittsmaterie zu sehen und bei allen unseren Tun auch die Familienfreundlichkeit mit einzuplanen und auch immer wieder auch einen Kontrollblick zu machen, was brauchen denn Familien auch in ihrem Bezirk. Und wie Sie richtig sagen, das Thema Teuerung ist momentan natürlich ein sehr dominantes Thema. Fast jeden Tag bekomme ich Mails von Floridsdorferinnen und Floridsdorfer, die schreiben, die Energiekosten gehen durch die Decke oder gerade bei Familien, wir merken es im Einkaufswagen, es ist weniger im Wagerl, aber trotzdem mehr zu bezahlen aus dem Geldbörsel. Und jetzt wirklich in Geldleistung oder in Veränderung von Steuersystemen hat der Bezirk natürlich gar keine Kompetenz. Trotzdem ist mir wichtig, dass wir beim Thema Teuerung und sozialer Ausgleich sehr, sehr stark auch als Lobbying in der Stadt und in der Bundesregierung agieren. Weil gerade in unserem Bezirk wohnen auch viele Menschen, viele Familien, die nicht das dicke Geldbeutel haben. Und wir als Bezirk bemühen uns durch Rahmenbedingungen auch in der Situation der Teuerung Verbesserungen zu erzielen. Indem wir zum Beispiel unsere Naherholungsgebiete in einem guten Zustand halten, wie den Bisonberg, die Alte Donau, die Donauinsel selbst oder den Machfeldkanal, weil für viele Familien zum Beispiel auch ein Urlaub nicht mehr leistbar ist. Und damit ist es eine große Qualität, dass wir in unserem Bezirk Grünflächen haben und Naherholungsflächen haben, wo sich Kinder, Jugendliche und Familien aber trotzdem erholen können und ihren Urlaub zu Hause in ihrem Bezirk absolvieren können. Oder zum Beispiel, was wir seit Jahren schon organisieren, und auch in Bezug auf Teuerung immer wichtiger ist, ist der Kulturherbst. Hier bieten wir mehrere Kulturveranstaltungen bei freien Eintritt an, so dass Kultur nicht eine Frage des Geldbörsels ist, sondern dass Kultur auch für alle in unserem Bezirk leistbar und konsumierbar ist. Das heißt, bei diesen Rahmenbedingungen bemühen wir uns sehr, oder wenn ich an unsere Pensionistenclub-Lokale denke, wir haben 10 Lokale, wo wir Seniorinnen und Senioren Rahmenprogramme anbieten, von der Seniorenjause bis zum Tanzworkshop, bis zum Sprachworkshop oder die Workshops, wie bediene ich das iPhone richtig. Ja, das sind richtig. Die ganz, ganz gefragt sind. Und auch das alles ohne Teilnehmerinnenbeitrag, sodass das ganz wichtig, glaube ich, auch bei den Seniorinnen und Senioren für alle leistbar ist und für alle auch möglich ist, hier Teilhabe zu haben und somit nicht zu vereinsamen, und aber natürlich auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu haben. Das heißt Urlaub im Bezirk? Urlaub im Bezirk, ein ganz ein wichtiges Thema. Erst vor wenigen Tagen durfte ich da gemeinsam mit meinem Nachbar, wenn ich das so salopp sagen darf, mein Herrn Bezirksvorsteher aus der Donaustadt, den Ernst Nevrewi, und der zuständigen Stabträtin für die MA45 Wasser, der Uli Siemer, ein ganz ein tolles Projekt präsentieren, nämlich ein neues Boot, das von der Donaustadt bis zur Jedlseer Brücke nach Floridsdorf fährt. Um nur 2 Euro pro Fahrt kann man hier 45 Minuten die Donauinsel hinauf oder hinunter, je nachdem, fahren auf der Seite der neuen Donau und kann entweder praktisch um diese 2 Euro eine tolle Bootsfahrt genießen oder man kann eben von A nach B. Es verbindet ja zum Beispiel die U1 mit der U6 hier auch wirklich als echte Fährverbindung praktisch nutzen. Mir ist aber bewusst, dass es vor allem natürlich eine Urlaubsverbindung ist und damit schön einlädt mit dem Boot. Copper Cruise heißt dieses Boot, hier an den Freitagen und Samstagen hier auch unterwegs zu sein auf einen der schönsten Freizeitparadiese mitten in einer Millionenstadt, absolut, nämlich der Donauinsel. Absolut. Das heißt, also Eisbrecher ist nicht geplant? Eisbrecher ist nicht geplant, es ist vor allem natürlich für die schöne Jahreszeit ein Projekt, wenn viele, viele, viele Menschen auf der Donauinsel auch unterwegs sind. Es ist eine sehr originelle Methode der Fortbewegung, was bei den Spritpreisen ja sowieso wichtig wäre. Es gibt das Stichwort der sanften Mobilität.
Was kann man sich darunter vorstellen? Dieses Boot ist übrigens ein Elektroboot. Okay, und wird mit Solarpanelen auch mitbetrieben. Mhm. Aber sanfte Mobilität ist ein wichtiges Stichwort oder überhaupt Mobilität. Mir ist es wichtig, dass wir die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer in unserem Bezirk nicht gegeneinander ausspielen und schon gar nicht aufeinander aufhetzen, sondern ich glaube, es braucht ein friedliches, verständliches und respektvolles Miteinander und nicht die Autofahrer sagen die bösen Radfahrer und die Radfahrer sagen die bösen Fußgänger und die Fußgänger schimpfen auch wieder auf irgendwem, sondern ich merke aus vielen Gesprächen, viele Menschen sind in Wahrheit alles, also sie sind einmal Radfahrer, sie sind einmal Fußgänger, sie sind einmal Öffi-Fahrer, sie sind auch mal vielleicht Autofahrer. Und ich glaube, es braucht hier ein gemeinsames. Und es braucht hier vor allem einen großen Wurf. Ich hoffe, dass wir bald das Neubauprojekt eines Radwegs auf der Brünnerstraße präsentieren können. Wobei mir persönlich hier es wichtig ist, dass wir nicht einfach eine Bodenmarkierung aufmalen und sagen, das war's. Mhm. Sondern es braucht aus meiner Sicht eine gute und sichere Lösung. Und das ist vor allem ein baulich getrennter Radweg. Das kann ich auch aus den Erfahrungen der Leopoldauerstraße berichten. Dort ist es nur eine aufgemalte Bodenmarkierung und ich glaube, dort ist niemand glücklich damit. Ja, und mir ist wichtig, dass wir auch beim Thema zu Fuß gehen neue Akzente setzen. Hier gibt es ja ein eigenes Projekt Lido, also links der Donau zu Fuß zu gehen, auch mit einer eigenen Fußwegekarte, die jetzt vor kurzem präsentiert wurde, die dazu einladen soll, einerseits neue Fußwege und Spazierwege zu entdecken und die auch selbst einmal auszuprobieren. Es ist aber auch eine Karte, die vielleicht die eine oder andere Geheimunterführung oder Abkürzung noch stärker und präsenter aufzeigen soll. Denn zu Fuß gehen ist nicht nur gesund, sondern in vielen Fällen auch die kürzeste und günstigste Variante, und um von A nach B zu kommen. Ja. Ja, also man sollte es wirklich einmal probieren. Also ich habe das einige Male gemacht, wie das Auto kaputt war. Und ich muss sagen, man kommt nämlich wirklich sehr flott auch zu Fuß, auch da im Bezirk voran. Man, nicht von einem Ende aufs andere, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Floridsdorf ist halt schon ein Riesenbezirk, aber von der einen oder anderen Geschichte, also wir haben eine große Floridsdorf-Karte bei uns im Amtshaus, im Festsaal am Boden liegen gehabt und haben mit einem Zirkel dann Kreise zum Beispiel vom Amtshaus gezeichnet, was ist innerhalb von 10 Minuten erreichbar, was ist innerhalb von 20 Minuten erreichbar. Und man ist dann selbst überrascht, wie schnell man doch in 20 Minuten oder wie viele Örtlichkeiten man doch in 20 Minuten zu Fuß ansteuern kann und erreichen kann. Also da ist schon ein bisschen was drinnen. Ja, und der Internist hat dann auch eine Freude. Genau. Es gibt hier wirklich schöne Spazierrouten. Es gibt natürlich auch den Biesenberg. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Berg und ein wichtiges Erholungsgebiet für den Bezirk. Auf jeden Fall, der Biesenberg ist ja ein Natura 2000 Projekt, steht unter besonderen Schutz und ich sage ja immer so, wenn mich ganz schnell jemand fragt, sag mir Floridsdorf in einem Satz, sage ich immer Floridsdorf, nah am Wasser, schnell am Berg und trotzdem rasch in der Stadt. Mhm. Aber der Biesenberg ist ein gutes Stichwort, um über ein Projekt zu berichten, das ich gerade gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer präsentiert habe, wo ich die Gebietsbetreuung gebeten habe, die Winzerinnen und Winzer und die Kellerbesitzerinnen und Pächterinnen der Kellergasse zu einem großen Mitbestimmungsworkshop einzuladen, weil ich von dort viele Rückmeldungen bekommen habe, dass die Kellergasse schon mehr Durchzugsstraße als Spaziermeile ist und letztlich soll sie aber vor allem eine Spaziermeile sein und kein Abkürzer und keine Durchzugsstraße. Und wir haben hier in einem breiten Beteiligungsprozess eine neue Verkehrsvariante entwickelt, die ab Herbst diesen Jahres auch als Pilot für eine gewisse Zeit auch umgesetzt wird, die zukünftig ein Durchfahren von Hagenbrunn kommend nach Floridsdorf verunmöglicht und auch ein Hinauffahren nach Hagenbrunn zu gewissen Zeiten verunmöglichen wird.
aber ein Zufahren zum Parkplatz, das Ende Parkplatzes weiterhin möglich sein wird, so dass Spaziergäste oder auch Gäste, die die Buschenschanken nutzen wollen, weiter die Möglichkeit haben, aber der reine Durchzugsverkehr hintangehalten wird. Dazu gibt es das übergeordnete Straßennetz der Brünnerstraße. Mhm. Dort gehört der Verkehr hin. Die Kellergasse, sicher die schönste Kellergasse Wiens, der historische Hohlweg, der ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass dort der Schwerverkehr und der Autoverkehr einfach nur durchrast und damit auch verkehrlich gefährliche Situationen erzeugt und auch für die Region dort nichts bringt. Ich möchte gerne eine Situation schaffen, die es den Winzerinnen und Winzer ermöglicht, gute Rahmenbedingungen zu haben, um ihre Schmankerln und ihren Wein anbieten zu können. Leider hören eh schon viel zu viele Heurigen auf. Umso wichtiger ist es, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Winzern erleichtert, ihr Geschäft zu machen. Und ich glaube, dafür ist auch Floridsdorf bekannt und beliebt, dass es diese Heurigengegend gibt, dass es diese Gemütlichkeit gibt. Und das soll es auch weiterhin geben. Und durch diese verkehrliche Situation wird das auf jeden Fall gefördert und verbessert. Jetzt waren wir bei der Heurigen- und bei der Weinkultur. Stichwort Kultur. Floridsdorf ist ja nicht nur Weinkultur, sondern hat auch ein ziemlich breites Kulturprogramm. Ja, ich würde sagen, so lebendig wie das Kulturprogramm in Floridsdorf derzeit ist, war es noch nie und das freut mich besonders. Und wie ich schon erwähnt habe, mir ist vor allem wichtig, dass Kultur niederschwellig ist, dass Kultur für jede Frau und jeder Mann leistbar ist. Wir haben vor kurzem gemeinsam mit der Kulturstadträtin und dem Klimastadtrat ein großes Chörprojekt hier vor dem Amtshaus eröffnet, wo 13 unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler temporäre Kunst im öffentlichen Raum rund um das Floridsdorfer Amtshaus gebaut haben. Das kann einem gefallen oder auch nicht. Kultur ist natürlich auch dazu da, um anzuregen, manchmal auch um aufzuregen. Ich halte es prinzipiell für ein ganz ein wichtiges und gutes Projekt, auf das Wetter von morgen und somit auch auf den Klimawandel durch temporäre Kulturskulpturen hinzuweisen. Wir haben einige Kultureinrichtungen, die, hätte ich fast gesagt, alt gedient sind und sehr beliebt, wie das Gloria Theater. Wir haben aber auch viele neue Akzente, wie zum Beispiel den Roten Teppich mit den Kulturateliers rund um den Schlingermarkt, die neue Künstlerinnen und Künstler in das Atelier holen, die dort arbeiten, die aber auch mit der umliegenden Bevölkerung Projekte umsetzen oder ein Künstler, der zum Beispiel eine umliegende Schule einlädt, immer mit ihm gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Wir haben aber zum Beispiel auch die Sommerbühne im Mühlschüttel, die jetzt einlädt, am Abend dort den einen oder anderen Künstler bei freiem Eintritt zu erleben oder sich anzuhören. Also da tut sich ganz, ganz viel und das ist auch gut so. Und unser Kulturkommissionsvorsitzender, der Herr Bezirksrat Kurt Schmidt, organisiert ja schon seit einigen Jahren den Kulturherbst. Auch das eine wichtige Einrichtung, die dazu beiträgt, Kultur für alle leistbar anzubieten. Und am 4. September wird es zum Beispiel am Fußballplatz 1210 eine tolle Willi Resetaritz Gedenkkulturveranstaltung geben, wo ich jetzt schon alle Seherinnen und Seher herzlich dazu einladen möchte. Es gibt ja auch beim Schlingermarkt, sprich Floridsdorfer Markt oder Klammer Floridsdorfer Markt, ja auch ein wunderbares Museum, das eigentlich ein Museum für ganz Wien ist. Ne? Das Marktmuseum ist eigentlich das Wiener Marktmuseum. Genau. Es freut mich sehr, dass wir das bei uns in Floridsdorf beheimatet haben. Es wird hoffentlich auch noch zusätzliche Frequenz für den Floridsdorfer Markt oder wie die Floridsdorfer oft sagen, für den Schlingermarkt erzeugen. Und ich durfte da vor einiger Zeit gemeinsam mit dem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und den Wiener Dompfarrer Toni Faber gemeinsam mit dem Marktamtsleiter dieses Museum eröffnen. Es war wirklich eine nette Veranstaltung mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Und ich war total begeistert, wie viel historische Geschichten und Geschichteln man rund um diese Exponate dort berichtet bekommt. Also es ist wirklich einen Besuch wert. Wenn Sie die Möglichkeit haben, schauen Sie sich das an. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, Floridsdorf ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn man da nicht wohnt. Man kann es besuchen, es gibt wirklich tolle Sachen. Es hat mich wieder gefreut, das Gespräch führen zu dürfen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Möglichkeit. Ja, danke. Ebenfalls. Und ich wünsche allen Floridsdorferinnen und Floridsdorfern und solchen, die es noch wehren wollen, einen schönen Sommer.